Der Schnee nervt wirklich. Aber gut, wir haben also quasi eine neue Stadt, die wir noch entdecken können. Das sollten wir auch fix machen. Die sieht nicht ganz so groß aus. Wie geht's? Meister im Fallen entschärfen. Talent 70 und Geschick 30. Talent 7. Fallen entschärfen, hast du Geschick? Hast du keine 30? Also 15. Das ist nicht gut. Haben wir Geschickringe? Stärke und Ausdauer. Du brauchst einen viel besseren Handschuh, Girogon. Ausdauer, Stärke, Ausdauer. Du wirst kein Geschickzeug haben, ich bin mir ziemlich sicher. Repariert. Er kann weg. Nö, wir haben keine Ausrüstung, die Geschick macht. Schade. Aber schon mal ein guter Lehrer hier. Schön, dass du da bist. Du bist Bade. Du hast ein Steinmetz und ein... Steinmetz und ein Zimmermann. Schriftgelehrter Schmied. Stimmt, für uns sollten wir auch nochmal NPCs suchen. Schriftgelehrter, was machst du? Wie geht's? Keine Fähigkeiten. Gut. Oder auch nicht gut. Schmied. Zaubermeister. Zaubermeister klingt sehr gut. Schön, dass du da bist. Betteln. Für alle Charaktere 4 Punkte Bonus auf alle Zauberspruchfähigkeiten. Anheuern. Wie geht's? Kartograf. Schön, dass du da bist. Windmeister. Und mir fällt gerade auf, wir haben nur begrenzt Plätze, um Leute mitzunehmen. Und wenn wir jetzt einen Handwerker und Zimmermann finden, haben wir ein Problem. Na gut, einer zur Zeit. Suchst du eine Waffe? Ah, Speere. Forscher. Und ich höre Gegner auf mich schießen. Schön, dass du da bist. Meister der Reparatur. Geschick 30. Was haben die alle mit ihrem Geschick 30? Geschick 15. Ja, Hallo, wie geht's? Banken, Pässe. Oh, du siehst wichtig aus. Haus. Hallo, wie geht's? Bist du aber nicht. Bist nur ein Edelmann. Frau, was auch immer. Nee, keine weiteren Lehrer. Messdiener. Bettler. Ja, und ein bisschen nebenbei. Fluch entfernen, bitte. So. Wir müssen nämlich gleich raus hier. Und nach Freehaven. So, du. Meteorring. Du, Fluch entfernen. Meteorring. Brauchen Gold. Was war das gerade? Achso, Schützen. Weg mit dir. Zing, 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 zing. Keine Kiste? Was seid ihr denn für ein Lager? Ganz ohne Kiste. Du. Stadtportal Freehaven. Schon besser. Also der Schnee ist wirklich total nervig gewesen. Lehrer, Wassermeister, Knappe, Chefkoch, Bettler, Händler, Pfadfinder, Tiermeister, Spieler, Heiler. Vielleicht sollten wir erstmal zum Tempel. Vielleicht ist da in der Nähe auch irgendwas. Viehdieb. Oh, stimmt, in Häusern sind ja auch welche. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Zum Beispiel war da gerade ein Lehrer. Schön, dass du da bist. Händler. Schön, dass du da bist. Betrüger. Ich. Nee. Wie geht's? Anhänger von Bar. Schön, dass du da bist. Mystiker. Mystiker war, glaube ich, auch ganz gut für uns. Ja, hier ist der Tempel. Koch. Tempel von Freehaven. Sieht ziemlich verbrannt aus. Schön, dass du da bist. Leeres Haus. Wie geht's? Steinmetz. Mitkommen. Anheuern.
Du bleibst nicht da. Es wäre auch zu praktisch, wenn du schon mal anfangen würdest zu arbeiten, ne? Gut, sie muss wieder weg. Sonst haben wir keinen Platz für den Zimmermann, den wir hoffentlich gleich finden werden. Einbrecher. Pirat. Bade. Schön, dass du da bist. Ihr seht beide nicht so wirklich wie ein Zimmermann aus. Und ihr beiden auch nicht. Aber ja, da müssen wir jetzt durchbeißen. Denn die Beförderung von Lei ist sehr wichtig. Damit sie nicht so schnell umkippt, damit sie mehr Zauberpunkte hat. Tormeister. Bauer. Trapper. Da wird was nicht übersetzt. Trapper ist, glaube ich, jemand, der Fallen legt. Feder und Schnur, Schriftgelehrter. Oh, bald sind wir alle... Oh, ein Haus. Schön, dass du da bist. Bald sind wir, glaube ich, alle Leute hier in der Stadt durch. Schmied, Windmeister, Lehrling. Wie geht's? So, die können wir auch gar nicht anheuern. Was war das? Armeemeister, was machst du? Für alle Charaktere 2 Bonus auf alle Waffenfähigkeiten. Trapper, Flötenspieler, Hellseher. Hier läuft so viel komisches Pack rum. Ja, ich glaube, ich laufe jetzt schon mehrfach im Kreis, also gehen wir mal woanders hin und gucken uns da um. In Neusorpikal zum Beispiel. Das ist ja eine recht friedfertige Stadt, vielleicht finden wir hier eher einen Zimmermann. Töpfer, Pfadfinder, Wassermeister, Spieler, Unterhändler. Gepäckträger. Also ja, es sind recht viele ruhigere Berufe, aber nicht die richtigen. Speer, Töpfer. Schmied, Zigeuner. Die hatten wir schon. Nee, schaut nicht gut aus. Wache, Müller. Es kann nicht so schwer sein, einen Handwerker zu finden. Oder einen Zimmermann. Pfadfinder. Boah, anscheinend doch. Okay, nächste Stadt. Blackshire. Schön übersichtlich. Müller, Wache, Koch, Jäger, Zigeuner, Seemann. Na gut, unsere Helden machen sich jetzt ohne uns auf und werden einen Zimmermann suchen und sich erst wieder melden, wenn sie einen gefunden haben. So, bis gleich. Keine 2 Minuten später, auf einer Insel der Magier, finden wir unsere Zimmerfrau. Hallo. Hallo. Anschließen. Sehr gut. Freehaven, wo war unser Tempel? Es ist ja quasi unser Tempel, ne? Da, ne? Ja, westlich. Sehr schön. Ich hoffe mal, das war wirklich alles bei dem Auftrag. Aber er hat nur gesagt, wir sollen die beiden Leute hier hinbringen. Und das war's. Achso, Gerogan ist immer noch verflucht. So. Du bitte nach Whitecap. Und von Whitecap aus müssen wir fliegen. Denn der gute Herr Priester Oberdieb hat keinen Weg zu sich. Keinen ordentlichen. Also keinen Teleportpunkt oder Reitgelegenheit oder Hafen oder sonst was. Jetzt werden wir bestimmt gleich wieder verflucht. Ja, hier sind viel zu viele Harpien. Und nur sie. Die einzige, die einen fluchen kann, wird als einzige verflucht. Ist doch Absicht. Aber gut. Priester, exzellente Arbeit. Der Tempel wurde wieder aufgebaut und die Beleidigung der Götter wurde wieder gut gemacht. Ich bin erfreut, für diesen Dienst alle Kleriker zu Priestern zu befördern und alle, die keine Kleriker sind, zu Priestern ehrenhalber. Kongratulation. Und Gold wolltest du uns auch geben. Na, da war was. Hohe Priester.
Es scheint mir etwas zu schnell zu gehen, wenn ich dich so kurz nach deiner Ernennung zum Priester schon zum Hohepriester befördern soll. Viele warten ihr ganzes Leben auf eine solche Beförderung und werden oft erst posthum, also nach dem Tod, damit geehrt. Aber wenn du mir einen ganz besonderen Dienst erweist, dann könnte das die Beförderung beschleunigen. Und ich habe auch schon einen solchen Dienst im Sinn. Die ketzerischen Mönche, die auf der Insel östlich von Freehaven leben, haben unseren heiligen Becher den heiligen Becher, den Gerugon der Mimet hat. Nimm ihn den Mönchen wieder ab und bringe ihn in den Tempel, den du kürzlich wieder aufgebaut hast. Kehre danach zu mir zurück. Nichts leichter als das. Oder auch schon, weil wir uns selber nicht entfluchen können. Und Mirum keine Zauberpunkte mehr hat. Und wenn wir schlafen würden, sie sich nicht mehr entfluchen könnte, weil so viel Zeit vergangen ist. Abgesehen davon ist das absolut kein Problem, weil wir haben den Becher schon. So, schlafen. Stadtportal, Freehaven. Zurück zu unserem Tempel. Da ist übrigens der Becher. Zurück zu unserem Tempel. Den stellen wir da auf dem Altar. Springen dann wieder zurück nach Snowcap oder Whitecap. Fliegen von da aus wieder hin und dann müsste Lay schon auf der höchsten Stufe sein. Sehr schön. Oh. Jetzt haben wir auch einen richtigen Tempel hier. Das ging schnell. Whitecap. Wir sollten vielleicht echt mal die ganzen Harpien da umbringen, oder? Ich meine, wir fliegen jetzt ja doch ein paar Mal dran vorbei. Hoch. Du. Taktschutzes. So, Harpien, kommt her. Versuchen wir mal ein, zwei zu erwischen mit dem da. Ja, das ging ja gut. Dann machst du das noch mit Sternfeuer. Du noch mal mit Enduro-Regen. Ja, sind ein bisschen hoch. Was soll's nochmal? Sehr gut. Das kommt davon, wenn man so eine große Flügelspannweite hat. Man wird von Meteoren getroffen. Meteor. Sternfeuer. Gib ihm. Ihr wollt mich verfluchen, ja? So, plündern. 33. Ja, hält sich in Grenzen. Aber jedes bisschen zählt. Und es waren Feinde. Und zwar ziemlich nervige Feinde. Was ich vorhin aber auch erzählen wollte. Hier auf dem Bergrücken irgendwo soll der Eremit leben, der das Wetter kontrolliert. Dann können wir den doofen Schnee endlich abstellen. Hohe Priester, du warst erfolgreich. Es sieht aus, als müsste ich mein Versprechen halten und irreguläre, verfrühte Beförderungen durchführen. Aber ich mache das mit Freuden. Hiermit befördere ich alle Priester zu Hohepriestern und alle Priester ehrenhalber zu Hohepriestern ehrenhalber. Sehr, sehr schön. Das heißt, sie ist Hohepriester, sie ist Erzmagier, er ist Kavallerist und sie ist nur Kriegsmagierin und sie braucht eine Stufe noch. Und Kavallerist war auch nicht das Höchste, oder? Nee, ich glaube, das Höchste war Held. Also braucht Georgon auch eine Stufe. Aber trotzdem, sehr guten Fortschritt gemacht, diese Folge und letzten. Gold sieht so lala aus. Das kann weg, das kann weg. So, was haben wir noch zu tun? Also das Grab von Erik dem Verrückten haben wir geplündert. Die Wolfshöhlen noch nicht, das sollten wir weitermachen. Den Eremiten sollten wir auch hier suchen. Weil das wäre dann die Beförderung für Myrrhm, die letzte. Oder die Ratsqueste. Also jeder von diesen Lords hat hier einmal eine Ratsqueste, dass sie uns ihren Beistand im Rat bewilligen und für ihre Klasse. Ja, ich glaube, das mit dem Wetter war die Ratsqueste. Aber es ist auch wichtig zu machen für den späteren Spielverlauf und für Erfahrungspunkte. Da haben wir inzwischen doch wieder welche. Aber ich weiß nicht, ob hier eine Trainingshalle war. Aber na gut, machen wir erstmal eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder.